Die schöne, hochauflösende Fernsehwelt gibt's normalerweise nur gegen Cash oder in den Versprechen dreister Abzocker. Wenn Sie mich jetzt sehen können, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und die gute Nachricht, Ihr Fernsehgerät funktioniert. Wenn Sie mich sogar in HD erkennen können, dann zahlen Sie für diesen Service einige wenige Euro im Monat. Gibt es da nicht irgendeinen geheimen Weg, diese Extrakosten fürs HD zu umgehen? Das dachte sich unser Zuschauer Herr Meier. Und wegen seines Hilferufs unter abzocke@kabel1.de habe ich mich aufgemacht nach Unterfranken. Eieiei, Herr Meier, ich sehe, was Ihr Problem ist. Ja. Sie können uns gar nicht empfangen. Da ist kein Fernsehbild, alles schwarz. Eine Antenne, alle Sender. Auf diese Werbung sprang der Technik-Fan an. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen, alle Lieblingssender auch bezahlte kostenlos zu sehen. So lautet zumindest das Werbeversprechen. Alle Sender in HD. Dazu verschlüsselte Bezahlkanäle. Angeblich war diese Antenne schon Thema in verschiedenen TV-Shows. Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen, oder? Darf ich fragen, was Sie für die bezahlt haben? Pro Stück 39 Euro. Und haben dann geraten, gleich einen für die Tochter. Für die Tochter eine, für eine Bekannte, habe also, ich mir gedacht. So super. Zu diesem Schnäppchenpreis. Und was ist aus dem Schnäppchen geworden? Ein Schnäppchen, das, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn obwohl Herr Meier mehrfach versuchte, die Antenne anzuschließen, empfing er weder Bezahlsender noch andere Programme. Sein Bildschirm bleibt bis heute schwarz. Ich versuch's auch mal. Antennenbuchse am Fernseher und da stecken wir das Ganze rein. Und genau so steht's hier auch. Genau so steht's in der Anleitung. So, und jetzt gehen wir davon aus, für guten Empfang bringen wir das mal hier bei Ihnen. Genau. Der Sendersuchlauf rattert und rattert. Das wäre, sagen wir, wir in HD, Sportsender in HD, alles, wofür man normalerweise im Abo bezahlen genau. muss. Das Angebot zu verlockend. Einmalig knapp 95 Euro für drei Antennen. Dafür unbegrenzter Empfang von Bezahlsendern in HD. Das ist eine neue Superantenne. Mhm. Die Over-the-Air. Over-the-Air. TV-Signale empfangen kann, die keine andere Antenne empfangen könnte. Echt? So empfangen Sie Tonnen von Kanälen völlig kostenlos und legal. Tonnen von Kanälen. Wie viel haben wir jetzt hier? Ja, das haben wir jetzt gleich bei null. 60% und immer noch bei null Programm. Das Ergebnis ernüchternd. Keine Kanäle gefunden. Antennenschluss überprüfen. Die TV-Antenne mit Militärtechnik funktioniert nicht. Würden Sie mir die mitgeben mit den ganzen Aufklebern drauf? Kriegen Sie auch wieder? Selbstverständlich. Und vielleicht eines der Geräte aus Ihrer Sammlung, die Sie ja jetzt schon haben, ja. um einfach mal wirklich das Ganze auf Herz und Nieren zu prüfen. Vielleicht irren wir beide uns ja hier. Ich kenne genug Experten, die uns sagen können, ob es sich dabei um ein hochwertiges Produkt oder, wie ich vielmehr befürchte, um so richtigen Abzockramsch handelt. Zurück in der Redaktion mache ich mich mit meinem Team an die Arbeit. Wir verfolgen die digitale Spur der vermeintlichen Zauberantenne und werden diesmal besonders schnellfündig. Das ist nicht nur eine Webseite, ihr habt ein paar gefunden. Genau. Die Versprechen immer dieselben. Alle HD-Sender kostenlos dank Militärtechnologie. Sie sehen sich ja aber ähnlich, aber andere Namen, ne? Genau, also genau die gleiche Oberfläche, genau das gleiche Produkt, der gleiche Preis. Aber anderer Produktname. TV Radius, das kennen wir schon. Mhm. TV Fix hieß es scheinbar früher. Okay, neuer Name. Und hier oben wird auch wieder das gleiche Produkt verkauft. Ach, zum nee. Gleichen Preis in einem anderen Webshop. Also verschiedene Shops mit den dann doch gleichen Produkten. Mit exakt den gleichen Produkten und teilweise eben auch mit der gleichen Oberfläche. Die Analyse meiner Kollegen zeigt auch, die Webshops haben erstaunlichen Zulauf, vor allem in den vergangenen Wochen. Laut Impressum steckt dahinter eine Firma namens Strong Current. Und diese Firma, die auf allen drei Webshops genannt wird, die hat einen Sitz in Hongkong und gibt auch zwei Adressen in den Niederlanden. Kein Weg zu weit für Achtung Abzocke. Wir bitten einen befreundeten Journalisten in Hongkong, die Adresse zu überprüfen. Und er findet ein Bürogebäude. Doch statt Mitarbeitern tummeln sich nur Pakete in den Gängen. Es ist niemand da, aber auch so wird klar,
Eine Firmenzentrale ist das hier wohl nicht. Vielleicht haben wir in den Niederlanden ja mehr Glück. Mein Kollege Peter Denk ist bereits auf dem Weg Richtung Rotterdam zur anderen Adresse, der Internetverkäufer. Werden die Antennen aus diesem Industriegebiet verkauft? Ich bin auf der Suche nach der Firma Strong Current. Sind Sie Strong Current? Was wollen Sie genau wissen? Ich suche nach jemandem, der mir etwas über diese Firma sagen kann, weil sie jede Menge Antennen verkauft haben, die nicht funktionieren. Ich kenne die Firma, aber wir sind nicht Strong Current. Die nehmen nur unsere Dienste in Anspruch. Ihre Dienste in Anspruch? Sie benutzen unsere Anschrift als Rücksenderadresse. Das heißt aber nicht, dass die Firma hier sitzt. Also haben Sie Kontakt zu jemandem von Strong Current? Ich würde gern wissen, was genau die Firma macht. Vielleicht kann Ihr Chef mich anrufen, dann können wir auf einer anderen Ebene sprechen. Danke. Hier endet die Spur. Vorerst. Ich bin mittlerweile in Hamburg bei Deutschlands größter Computerzeitschrift. Was hat es mit den Antennen technisch auf sich? Ist darin wirklich Militärtechnologie verbaut? Sie als Hardware-Chef kennen sich wirklich mit jeder Art dieser Geräte aus. Haben Sie es schon mal gesehen? Ja, selbstverständlich. Darauf gestoßen bin ich tatsächlich auch durch Online-Werbung. Man sieht eigentlich relativ schnell, wenn man sich ein bisschen mit der Fernsehtechnik auskennt, dass das nicht sein kann. Weil, wenn man es auspackt, es steht auf der Schachtel drauf, Antenne. Sie sagen es gerade so, es ist eine Antenne und wirklich nichts mehr? Ja. Aha, und wenn die Empfangssituation stimmt, funktioniert sie sogar. Aber das wäre ja auch bei jeder anderen Billigantenne der Fall, oder? Insofern ist es einfach A, rausgeschmissenes Geld und B, dieses Versprechen, verschlüsselte Sender, Privatsender in HD empfangen zu können, kann dieses Produkt technisch gar nicht einlösen. Das kann ich aber jetzt dazu sagen, überall empfangen. Ja. Das geht aber auch mit so einem Ding aus dem Baumarkt, was Sie hier haben. Ja, ganz genau. Das ist so 10-Euro-Artikel. Ja, das habe ich in einer Grabbelkiste gefunden. Jetzt stecke ich das ein. Und ja, da schau. Super. Das hier ist ein 5-8-Euro-Artikel. Ja. Ganz normale Antenne. Nichts anderes ist das Superding aus dem Internet. Eine Antenne ohne Militärtechnik, ohne kostenlose HD-Kanäle. Und sie funktioniert auch nur eingeschränkt. Und zwar in Großstädten. Und nur, um es einmal gemacht zu haben. Jetzt suchen wir mal nach Kabel 1 HD. So. Das ist genau der Punkt. Für HD-Empfang von Privatsendern braucht man so ein Modul. Das ist jetzt eins für einen SAT-Empfang. Und vom Prinzip funktioniert das so, ne? Eine Chipkarte hier rein. Ganz genau. Das ist sozusagen das Abo auf der Karte. Ganz genau. Und da tut man die rein. Und dann gibt es Kabel 1 auch in HD. Billiger und trotzdem überteuerter Technikschrott. Die Antenne ist mehr als eine Mogelpackung, sie ist betrügerisch. Wer bringt sowas überhaupt in Umlauf? Und warum darf der das? Mein Kollege Peter Denk hat aus den Niederlanden einen Hinweis mitgebracht. Einen auf die Hintermänner. DFO, genau. DFO. So heißt die Firma, die ich an der Adresse gefunden habe. Genau. Dann habe ich mich mal weiter umgeguckt, wer da der Verantwortliche ist. So, das und ist hier findest du praktisch den Gründer. So, ja? Bruce Cran heißt der Mann, CEO. Aber ich habe den mal gegoogelt und nach ein paar Schritten war ich wieder bei der Firma, die wir suchen. Siehe da, wer ist da Direktor? Also derselbe. Ja. Die gehören dann wirklich zusammen. Und genau das haben die dort abgestritten. Es handelt sich um ein ganzes Firmengeflecht, jede mit unterschiedlichen Aufgaben. Die Firma Strong Current ist für den Versand zuständig. Zusammen laufen alle Fäden bei der DFO und ihrem Geschäftsführer Bruce Cran. Der verkauft mit seinen Unternehmen unzählige Produkte, vor allem aber Technik-Nippes. Cran und seine Produkte versprechen das Blaue vom Himmel. Und sogar bei den Informationen über seine Firmen und Mitarbeiter wird geschummelt. Das ist der Chefentwickler David Amiris aus Stuttgart. Moment mal, kennt man den? Ja, wir haben versucht, ihn tatsächlich aufzutreiben. Es ging auch recht schnell. Er ist nämlich Model für lizenzfreie Stockfotos und überall im Internet zu finden. Sie machen sich nicht mal die Mühe, richtige Fotos zu nehmen. Aber es wird noch besser. Wird ein Produkt schlecht bewertet, ändert man einfach den Namen. So zum Beispiel bei dieser Schuhsohle mit Massagemagneten.
Genau das gleiche Modell. Immer wieder ein unterschiedlicher Name, aber der gleiche Online-Shop. Genau die gleiche Oberfläche und immer eben diese aggressive Marketing. Ja, 90-jährige Großmütter können wieder turnen. Was auf den ersten Blick aussieht wie echte Zeitungsartikel, ist alles frei erfunden. Keine Wundergeräte, sondern billigster Ramsch. Und dieselben Menschen, denen es gefällt, das finde ich toll. Richtig, ja. Komm mal ganz nah ran hier. Ein User bewertet die Schuhsohlen. Hier heißt er Dominik aus Heilbronn. Da ist es Dominik aus Miami. Und natürlich vergibt der doppelte Dominik Bestnoten auch für die Antenne. Die Firma macht Millionen damit. Nach eigenen Angaben hat alleine der Verkauf der TV-Antennen 61 Millionen Dollar Umsatz in die Kasse gespült. Mit Lug und Trug. Und dieser Mann steckt dahinter. Bruce Cran, der Gründer und Geschäftsführer. Keiner soll uns vorwerfen, wir hätten es nicht versucht. Meine Redaktion hat unzählige E-Mails an Bruce Cran geschrieben. Er hat sogar geantwortet. Er wollte mir sogar ein Interview geben und hat sich dann noch mal anders überlegt. Zurzeit ist er für uns unauffindbar.